Diese Spider-Man ziehen Übeltäter an. Black Cat scheint mittlerweile verschwunden zu sein. Gute Reise. Wenn es tatsächlich Magie gibt, lassen Sie uns hoffen, dass irgendjemand den Schatz unserer Stadt wegzaubert, der die Spider-Man sind. Mann. Hoffen wir auf einen Tag ohne weiteren Spinnenvorfall. Entschuldigung, hallo für den komischen Anfang. Was, wo sind wir denn jetzt hier? Geht das? Ja. Ich baue mir mal ein paar Linien. Da unten sind Hunde. Zum Cruisen. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe gedrückt. Das geht damit auch, das wusste ich nicht. Slackline. Spider-Man! Wir sind noch nicht fertig mit dir! Echt jetzt? Noch mehr? Okay! Oh. Sitz! Und bleib! Bist du tot? Ah! Toller Superheld! Hallo? Ah, warte! Kam zu spät. Was? Falls noch ein paar geteilte Schurken rauskommen wollen, ich hätte Zeit. Was mit dir hier? Haben wir noch ein schönes hier? Was haben wir denn da? Geh doch mal schneller! Ne, das meine ich, ne? So, wenn er da oben drauf ist und ein andermal fällt er einfach runter, wie so ein Plebs. So. Jetzt haben wir das. Jetzt, da brauche ich, glaube ich, den anderen, ne? Jetzt machen wir das hier. Wo ist das? Da oben. Oh, schon wieder. Ich wollte doch was anderes tun. Jetzt muss ich jagen. Das will ich gar nicht. Wo wollen Sie hin? Es wird noch jemand verletzt. Redet ihr mit mir? Sorry, aber ich muss langsamer machen. Jetzt haben wir dich. So einen hatte ich ja noch gar nicht. Oh, das ist ja ein geiles Auto. So einen hatte ich ja noch gar nicht. So eine Verfolgungsjagd bringt das Blut in Wallung. Jetzt bin ich voll da. Das stimmt. Das stimmt. Da hinten müssen wir hin. Wisst ihr was? Ich bin dann mal weg. Dachte ich. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Aber das klappte nicht so, wie ich das wollte. Da krieg ich nochmal Aufwind. Dann kommen wir da erst recht hin. Wir gehen jetzt mal da oben rauf. Lord Prowlock hat Onkel hier einen Verstecker. Das mit dem Landen muss ich noch hinkriegen.
Natürlich hier unten. Langsam habe ich's drauf. Ich sitze auf der richtigen Position. Cool. Ich hab gedrückt, davon mal abgesehen. Aber diese Spider-Man-Hampel-Übung ist ja wichtiger. Da war Schönes drin. Was Spannendes und was zum Spielen. Ich sehe, du hast mein Lager im alten Radiosender ausgeräumt. Hab mich schon gefragt, wo ich war. Zu meiner Zeit war dieser Sender die heißeste Adresse in Brooklyn für aufstrebende Hip-Hop-Künstler. Waren du und Dad auf Sendung? Wir waren nah dran, aber in letzter Minute haben sie uns mit dieser Supergroup aus Staten Island ersetzt. Ich hab noch deine Beats, wenn du sie willst. NYC ist nicht bereit. Das ist jetzt nicht mehr cool. Sorry, Leute. Und hier ist läuft nichts und da ist irgendwas. Das wäre eine gute Ablenkung für ihn. Sorry. Anzugtechnologie, genau da habe ich jetzt drauf spekuliert. Und jetzt machen wir das hier. Was haben wir? Perfekte Gewehr, die ein wenig Heilung. Perfekte Ausweichmanöver. Erfolgreiches Parieren. Ja, werd beides nicht hinkriegen. So, jetzt haben wir das gemacht. Den können wir jetzt noch zum Fotopunkt. Und dann muss ich wahrscheinlich auf Peter wechseln. Da ist das andere Ding. Was fotografieren die denn da? Nee. Bin ich denn an der richtigen Stelle? Ihr seid es auch nicht. Warte, ich mach sie mal weg. Ich stehe an der richtigen Stelle. Ah, jetzt. Das soll ich fotografieren. Ah, das ist gut. Ah, die Manhattan Bridge. Man hat 1901 mit ihrem Bau begonnen. 1909 war sie fertig. Cool. Als Kind hielt ich sie schon für alt. Aber jetzt... Die Geschichte dieser Stadt ist wirklich erstaunlich. Tschüss! Wir können ja erstmal hin. Oh. Ich glaube, das ist was für Pete. Ja, ich bin ja schon dabei. Wieder so ein EMS-Experiment. So meins. Diese Windturbinen sind klein, aber oho. Werden sie in Höhenströmungen eingesetzt, sind sie eine potenziell autarke Quelle sauberer Energie. Später fliegen sie zu einer Dockingstation. Aber jetzt möchten wir sie für einen ersten Probelauf platzieren. Mit den Netzflügeln sollte ich damit auf die richtige Höhe kommen. Man nennt das nicht umsonst Brooklyn Heights. Bitte? Und ab geht's! Oh.
Ah, Mann, ey. Ich hab das gesucht. Genau das. Ha! Die Netzflügel allein geben nicht genug Auftrieb. Ein kleiner Schub noch. Die Kreuzung Cord und Montague ist super windig. Ich habe oft Papiere verloren, wenn ich da durchgegangen bin. Nutzen wir das als natürlichen Windkanal. Wie können so kleine Turbinen so viel Energie erzeugen? Und jetzt Einsatz! Das ist echt hoch! Kabam! Noch eine! Na also! Toll! Alle erfolgreich gestartet! Ich mach cool. Mich! Eine Turbine ist beschädigt? Was? Wie? Das muss ich mir ansehen! Ich muss da rauf! Was geht da oben vor? Fangdrohnen greifen die Turbine an. Ich muss sie aufhalten. Wo bist du denn? Ich kann nichts machen, wenn er liegt. Hier schon wieder? Müssen wir uns immer über den Weg laufen? Komm uns nicht in die Quere, dann tun wir das nicht. Echt? Ich bin euch im Weg? Mensch, dass der denn immer irgendwo dran rumkleben muss. Okay, das waren alle. Ich muss die Turbine zurück an ihren Platz bringen. Da! Alles läuft wieder. Dr. Cool. Nguyen sollte dringend eine Art Turbinen-Security für die Dinger einrichten. Aber wir haben es geschafft. Wir wollen ja hier den Dings haben. Den Punkt, dass wir punkten können. Aber ich merke das. Ich bin eigentlich müde ein bisschen. Ich darf aber noch nicht. Genug. Und wollte denn, denke ich. Ich habe heute schöne Filme geguckt. Aber ich werde mich nach dieser Folge vermutlich von innen begucken. Braucht ihr vielleicht etwas Hilfe? Ich sag's euch ungern, aber der Stand ist da lang! Auch wenn's so aussieht, das hier ist kein Strandspaziergang! Ach so! Alle. Endlich. Da hängt wieder einer. Jetzt kann ich den Kristall in Ruhe öffnen. Ich schüttle die Fieslinge bei der Schule ab und komme heim. Ich gehe durch die Eingangstür. Aber du bist nicht da. Sie sind da.
Was haben sie mit dir gemacht, Kenia? Die Jäger haben ihn gejagt. Wie abartig von Craven, dass er Marcos Kind mit reinziehen wollte. Ich brauche mehr Kristalle, um rauszufinden, was passiert ist. Marcos Erinnerung kehrt zurück. Er ist außer sich. Die Ärzte versuchen zu ergründen, was passiert ist. Es ist wohl nicht alles seine Schuld. Ich sag Bescheid, wenn ich mehr weiß. Hier ist jetzt erstmal nichts mehr. Wir haben Foto-Ops, können wir hier noch finden. Und ein EMS-Experiment. Das andere haben wir alles. Das bedeutet, das ist ja hier in diesem Gebiet. Guck mal, brauchen wir aber einen anderen Spider-Man. Das bedeutet, wir müssen irgendwie nach oben. Ein Aufstieg. Den Punkt werden wir jetzt aber für ihn ausgeben. Hier kann ich noch nicht hin. Da muss ich in der Story weiterkommen. Das ist auf jeden Fall wichtiger. Anzugtechnologie. Oh, wir können was skillen. Was ist da besser? Der wird auf maximale... Ja, das will ich haben. So, dann scannen wir mal in der Hoffnung, da ist die Mission, dass wir... Da unten ist einer. Das müsste hier sein, ne? Wartet mal. Ja, das ist da unten in dem Gebiet. Da werden wir jetzt mal hinflattern. Oh. Oh, warum? Sei nicht so pinschidrig. Ja, da ist der Fotopunkt. Also auf X drücken funktioniert nicht. Ja. Sonst geht's dir gut, ne? Ja. Das ist so. Motiv zu nah. Ah, ich soll das so knipsen. Gut, gut. Ich will ja diese Stadtmarken haben. Eins muss man den New Yorkern ja lassen. Und das meine ich ganz ehrlich. Wenn irgendwo Spaß zu haben ist, sind sie sofort dabei. Da hinten ist auch noch ein Fotopunkt, aber ich will hier... Ach, das war da. Das war gar nicht da hinten. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Du sollst hier hoch. Meine Kiste. Jägerjagd. Das gibt Punkte. Und da ist ein Fotoding. Das letzte. So, jetzt haben wir ihn aber erwischt. Da hinten, ne? Das sieht man. Das müsste hier in diesem Gebiet sein. Die rasen hier rum. In New York ist es verboten, beim Fahren Spaß zu haben. Ja, ich habe mir sehr einfach gestellt. Ich gebe es ja zu. Aber ist in Ordnung für mich. Ist in Ordnung für mich. Dann ist das erledigt. Hier in New York wollen wir sichere Straßen. Halbwegs. Ja. Wir hatten hier noch einen gesehen, ne? Aber vielleicht, weil ich in dem Gebiet noch nicht war. Dann schaffen wir das vielleicht, dass wir hier auch... Da oben auf der Antenne wollte ich... Man muss mal machen, was er spielen will. Immer. Ich muss mir mal einen anderen Standpunkt auswählen. Da ist so ein Katapult.
Guck mal, jetzt stehe ich davor. Jetzt geht er in keine Richtung runter. Ich kann nicht mal irgendein anderes Ziel auswählen. Wieso was hier? Warum? Wir haben doch so ein Ding gesehen hier eben. Ich bin hier in diesem Gebiet. Wir haben doch vorhin gerade... Warum kann ich da oben... Ach, da ist noch eine Kiste. Guck mal hier. Damit kann ich arbeiten. Ja. Da ist das Katapult. Wir haben nur hier so einen Fotopunkt gesehen. Warte mal. Der war hier. Das ist zu weit weg. Ich finde ihn nicht mehr. Da ist er. Das ist doch einer, ne? Ein Vergnügungspark. Da ist er. Foto-Op entdeckt. 77 Würstchen in 10 Minuten. Und es waren lange Würstchen. Was hat denn der da auf dem Kopf? Ich hoffe, ihr kommt nächste Woche alle zur Messe. Ich will den Chili-Würstchen-Rick. Hey, zahlst du für das Foto, Spider-Man? Ich mach nur Spaß, du bist cool. Nein, du bist radikal. Siehst du, geschafft. Dass dieser Typ seine Hotdog-Brötchen in Tomatensaft taucht. Ich verstehe ja, dass man sie dann leichter runterbekommt, aber Tomatensaft? Also wirklich. Warum kann ich da oben nicht rauf? Warum kann ich da nicht rauf? Warum kann ich hier nirgendwo? Ich kann nur auf so einen doofen Regenschirm hüpfen. Jetzt kann ich da irgendwo rauf. Jetzt kann ich da immer noch nicht rauf. Ich prangere ja das an. Da will ich rauf. Oh, naja, ihr kennt ja das. Kinder mit dem Willen und so, ne? Aber guck mal, jetzt haben wir hier erstmal alles. Bis auf das EMS-Teil. Das habe ich noch nicht gefunden. Ein EMS-Teil soll hier noch sein. Das Prowler-Versteck ist hier hinten. Das ist weiter... Das ist das da. Nein! Ich verdrückte mir. Oh, 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 oh. Da ist ein Katapult. Vielleicht sehen wir es ja irgendwo durch Zufall. Ich flüge noch mal ein bisschen. Ich bin drin. Nee. Ah, da ist eine blaue Kiste. Na gut, dann machen wir jetzt hier Feierabend bei der blauen Kiste, ne? So. Da hinten ist auch noch Sand, ne? Guck mal, da hinten. Da ist auch noch... Genau, da ist Sand. Und da ist auch Sand. Da sehen wir so einen Fotopunkt. Aber wir können hier schon Schnellreisen machen. Das ist cool. Hier komme ich schon hin. Hier noch nicht, ne? Hier auch noch nicht. Hier müsste ich bloß die Sachen sammeln. Das wäre mal lohnenswert. Ich probiere es mal aus mit einer Schnellreise. Mal gucken. Das habe ich noch nie gemacht.
Das muss ich ja sagen, ne? Das ist mal eine Schnellreise. Das ist mal eine Schnellreise. Das habe ich schon in dem anderen Spiel so geliebt. Miles Morales war das, glaube ich. Eine sehr schnelle Schnellreise. Kann man wieder reingucken? Ja. So. Wir machen erstmal den Kürbiskopf. Den werde ich mir jetzt hier markieren. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss!